Was stehst du da rum, hä? Das kann man aufmachen. Oder... Nee, du guckst auf die Flasche und das Glas. Willst du das haben? Ja, nimm! Nimm! Flasche! Flasche? Wenn du meinst. Nice. Kupferdraht. Ah, schon die merkwürdigen Kauze. Hoppla! Was ist da aufgegangen? Oh, mal jemand hier! Aufhören! Verbranntes! Wieso seid ihr jetzt auf mich losgegangen? Ganz ruhig, Jungs. Miese Ratte. Da ist sicher jemand. Ja, irgendwer ist da noch. Überhaupt nicht verdächtig, wieso das plötzlich aufgegangen ist. Nö, nö. War bestimmt nicht der Kerl, der hier noch nie drinne war. Der mit dem Schlüssel. In der Tasche. Der Fremde. Ist das? Dann geh aus dem Weg! Hallo! Ich wollte gerade die Leiche aufheben. Was? Leiche aufheben und reinwerfen. Dann kann ich nicht, wenn du davor stehst. Wieso habt ihr die Leute eigentlich da eingesperrt und nicht einfach getötet? Muss man das verstehen? Ich meine, es gibt doch sowieso kein Heilmittel. Ein Brot für Chicken und ein bisschen... Na komm, ja. So viel Auswahl haben wir nun auch wieder nicht bekommen. Hab ich raus? Ja, darfst du Chicken. Oder waren das die Insekten? Das ist ein N. Von denen. Ne? Anhaltender Zorn. Ah, Adrenalin, bla bla bla. Oh ja, da laufen ja jetzt die Weiner rum. Da steht doch noch die Explosionsflasche, ne? Komm ich jetzt überhaupt da hoch? Ja, ich bin Doppelsprung. Seid aber nicht mal auf einem Haufen, oder? So, bleib liegen. Vorne sind jetzt die ganzen Weiner, ernsthaft. Ich wollte nur gerade eine Flasche holen gehen und dann sowas. Hättet ihr nicht da vorne auf einem Haufen stehen bleiben können? Los, geh wenigstens zu dem Typen davon, damit es sich lohnt, die Flasche zu werfen. Ich hasse dich. Bäh! Wunderschön geflogen.
Haben wir hier noch mehr irgendwo explosive Flaschen? Jetzt kommen sie alle an hier ran, weil sie wissen wollen, da war Krach. Die müssen gucken, was da los ist. Das war los, Freundchen, das war los. Das sage ich euch. Eine normale Flasche. Walfleisch. Raus auf die Battle Street! Was klotzt du so blöde? Hier ist noch eine explosive Flasche. Habt ihr doch ganz gut geschafft. Jemand will wohl verletzt werden. Und steht auf Scherze. Ja, irgendwer ist da. Hallo, kleiner Attentäter. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Und das Tagebuch! Es liegt einfach so offen rum. Ich kann es nicht fangen. Hallo! Flinker Schatten. Schnell schleichen. Das wäre an sich natürlich auch. Angriff verfehlen. Explosionen. Nein, die einzigen Explosionen, die es ja sowieso gibt, sind eh nur die explosiven Flaschen und Granaten. Na komm, gib mir Schatten. Ich mach da schneller schleichen. Schleichen, wir schleichen und schleichen und schleichen. Jauf! Springmine, Kabelwerkzeug, ein Beutel. Und du nimmst ein Dampfbad für dein Gesicht. Oder wie habe ich das zu verstehen? Ha, das hast du nicht kommen sehen, ha? Das hast du nicht kommen sehen. Das hat er wahrscheinlich wirklich nicht kommen sehen. Hm. Ach, das war nur was zu essen. Hey, du! Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ja, gute Besserung. Nein, nein. Hast du wieder... Nö, hast du nicht. Also, ne, so Blaupausen. Wieso wurde eigentlich mein Kopfgeld von der Ermordung der Kaiserin abgehangen? Ist das nicht mehr aktuell? Oder dachten sich die Leute, jo, scheiß drauf. War doch eh nur die Kaiserin. Ja, war eh nur die Kaiserin. Bla bla bla. In der
Die Blitze des Himmels. Genug. Verdammt. Zu den Waffen. Was zum? Ist nichts passiert. Er ist nur runtergefallen. Es tut mir leid, er hat mich provoziert. Das war zu verlockend. So hilft mir doch jemand! Kommen jetzt Leute runter? Naja, sie fangen Blitz und Donner ein. Gut, dass es gerade draußen rumpelt und pumpelt. Wir würden gleich seinen Kopf verlieren. Oh, das wäre geil, wenn man hier einfach Leichen verbrennen könnte. Los, verbrennt! Ah, riecht ihr das? Hm. Schmeute. Gerade Frage, wo ich die Ratten ansehe. So ein Rattenstamm greift ja einfach jeden und alles an. Wenn ich mich Besitz von einer Ratte ergreife und zu so einem Rattenschwarm gehe, ob die mich dann auch angreifen, weil sie denken, du siehst so aus wie eine Ratte, aber hey, wir greifen dich trotzdem einfach mal an, weil du nicht zu unserem Schwarm gehörst. Naja, die großen Experimente. Das Chicken! Das Chicken! Das Chicken, 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 Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. Ich glaube, er ist tot. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß, dass du hier bist. Hexerei! Jetzt bist du auf einmal ganz leise. Stopp! Ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz leise, ne? Darf ich den Beutel noch haben? Na gut. Gesundheitselixier. Eine Rune für Chica. Wie viel? Drei. Naja, aber für diesen Run ist es ja eh nicht sonderlich vonnöten, irgendwas einzutauchen, Besitz zu ergreifen. Obwohl, was wäre, wenn ich Besitz von einer Wache ergreife, jemanden damit anschlage, also so bam, einen Kollegen attackiere, schnell weglaufe, aus seinem Körper rausgehe und schnell mit Teleportieren verschwinde. Denken die Leute dann, hey, der Typ da, der Kollege, hat uns angegriffen, wir töten ihn einfach mal. Oder verfolgen die dann aus irgendwelchen Gründen mich? Hallo Ratten! Das ist eigentlich auch mal cool zu testen.
So viele Dinge, die man testen könnte. So viele Tests! Chicken, hör auf, wie klar das zu reden! Aber... So viele Tests, die man machen kann! Ja! Kaum zu glauben! Wie konnte ich nur mein Leben ohne all diese Tests verbringen? Ich weiß es nicht.